Und damit herzlich willkommen zurück zu Runde 14 der Saison 2015 in der Formel 1. Willkommen bei Euro Bros 1. Willkommen bei den F1 Bros. Willkommen in Japan, in Suzuka. Wir schauen ins Quali, schauen Kaufmann zu, der die Spoon-Kurven versucht zu nehmen in seinem ersten Run, der gerade dreimal in Folge gewonnen hat. Aber die Spoon-Kurven, die würde er so nicht gewinnen, denn die sind nicht gut gelaufen. Da war er weit draußen, das hat viel Zeit gekostet. Jetzt geht es gleich Richtung 130R, die wurde mehrfach entschärft. Eine richtig schöne Kurve, beliebt, aber vor allem früher richtig gefährlich gewesen. Letzte Schikane, ein bisschen verbremst. Da geht es rechts rum, da geht es links rum und dann geht es nochmal rechts rum. Achtung, hier ist ein kleiner Hubbel. Rup. Und jetzt geht es Richtung Start-Ziellinie. Also erste Runde Kaufmann, nur Platz 6, 7 Zehntel off the pace. Also da muss noch eine Steigerung kommen und die verhofft er sich jetzt zu erreichen. Letzter Run für Kaufmann im Quali von Suzuka. Diesmal klappt es besser in den Spoon-Kurven. Jetzt geht es den Berg hoch Richtung 130. Ja, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Momentan Rosberg auf Provisional Pole, der WM-Dritte. Kaufmann mit 17 Punkten Vorsprung, WM-Erster, der will auch hier die Pole holen. Letzte Schikane anbremsen, dann geht's rechts rum, dann geht's links rum und nochmal rechts rum. Die nimmt er sauber, keine Fehler bis dahin, die wir gesehen haben. Kurzer Querschlenker vielleicht da, aber das reicht erstmal für Pole. Wahnsinnsrunde 1,36. Und damit Kaufmann also von der Pauli Ferraristi. Jubeln mal wieder zurecht. Gute Leistung. Und damit geht's also mit der perfekten Ausgangslage in dieses Rennen von Japan. 1:36.2 war die Zeit. Rosberg und Ricciardo, die WM-Kontrahenten direkt dahinter. Räikkönen enttäuschend. Ganz, ganz hinten. Und los geht's in Japan. Wieder mal Wheelspin beim Ferrari. Und dadurch kommt Rosberg viel, viel besser weg. Aber auch der Kollege Kubica kommt besser weg, sticht direkt vorbei und damit Kaufmann nur noch auf der 3 und ist jetzt die Tür offen hier für den Red Bull von Ricciardo, der da Side-by-Side ist mit Kaufmann, muss aber zurückstecken. Der kriegt jetzt seinerseits Besuch von Alonso. Kaufmann auf die 3 zurückgefallen, ganz, ganz bitterer Start und Doppelführung Mercedes, also Traumstart für die Mercedes. Replay Rosberg, der kam einfach viel besser weg, also mal wieder von Kaufmann, viel, viel Wheelspin, das haben wir schon häufig gesehen. Und auch Kubica konnte da direkt mal durchschlüpfen. Kaufmann ist dann nochmal weit rausgekommen. Also das war nochmal eng links, wie nochmal der Kubica startet. Der kam ja von der 4, ist auch besser weggekommen als Ricciardo. Und im Windschatten, der zieht dann natürlich. Also super gemacht von dem Mercedes. Hat aber der Kubica den Kaufmann auch schon neben die Strecke gefahren, oder nicht? Wheelspin, das haben wir gesehen. Da kommt Rosberg. Und passen Sie auf, jetzt also Kubica innen. Ja, nicht wirklich. Also ein bisschen übers Gras gefahren. Ja, dann ein bisschen berührt nochmal. Und wir sind onboard bei Kaufmann, der jetzt Richtung 130 eher nicht den Mut verliert. Immer noch ganz, ganz nah dran an den Mercedes. Jetzt vielleicht die Attacke gegen Kubica. Sticht er da rein, Ganz später Lunz, aber geht vorbei. Wahnsinnsleistung, super gemacht. Wahnsinnsmanöver, Kaufmann wieder auf der 2, aber da mit dem Versteher. Das könnte nochmal die Tür öffnen für Kubica, der jetzt wieder ganz nah dran ist. Und im Windschatten wahrscheinlich die bessere Chance hat Richtung Kurve 1. Bleibt aber erstmal dahinter. Also sieht erstmal so aus, als könnte Kaufmann da auf der 2 bleiben. Und Kaufmann saugt sich richtig, richtig ran jetzt an Rosberg. Also der hat die Pace, den Start vermasselt, aber die Pace, die scheint zu stimmen beim Ferrari-Piloten. Ganz nah dran. Wird das machen wie gegen Kubica? Sieht nicht ganz so aus. Klappt diesmal nicht. Rosberg spielt auf der Bremse. Jetzt aber mit einem guten Exit vielleicht auf der Start und Ziel. DRS geht jetzt auf. Oh, da ist er ganz nah dran mit Überschuss, mit Windschatten, alles was er hat und da ist das kein Problem. Also Kaufmann übernimmt wieder die Führung, super gemacht, Start vermasselt, alles wieder ausgebügelt, bei Ferrari ist man wieder happy. Und es droht sich so ein bisschen an, dass vielleicht die Mercedes untereinander noch fighten, das wäre natürlich gar nichts für Rosberg im WM-Kampf. Aber da war irgendwie wohl ein bisschen Fehler drin bei Kaufmann, weil Rosberg ist jetzt wieder ganz nah dran. Also dieser DRS-Train, der sorgt für Überraschungen mehr oder weniger. Also Rosberg außenrum vorbei, geht aber viel zu spät auf die Bremse. Es reicht aber. War das Off-Track? Da lässt sich drüber streiten. Aber damit Rosberg wieder vorbei. Kaufmann aber mit dem Fehler viel zu spät auf der Bremse. Also die Fahrer hier sehr motiviert, aber das eröffnet die Tür für Kubica. Die Tür wird aber direkt wieder zugeschlagen von Kaufmann. Kubica trotzdem nah dran, Windschatten, DRS. Und jetzt eben auch die Chance für den WM-Zweiten, für Ricciardo damit vorbeizuziehen. Wahnsinnskämpfe, hier geht es im Grunde um die WM.
Und beide gehen vorbei. Kubica wird ganz weit geschickt. Ricardo ist damit auf der 2 momentan. Kaufmann und Kubica side by side. Und beide also vorbei. Kaufmann nur noch auf der 4. Und muss jetzt echt mal gucken, dass der jetzt hier wieder seinen Rhythmus findet. Ganz nah dran Richtung 130, eher am Windschatten. Innen rein, das sollte kein Problem sein. Jetzt muss er nur noch die Kurve erwischen. Das macht er auch gut gemacht. Damit immerhin wieder den Mercedes-Piloten von Kubica überholt. Und jetzt ganz nah dran an Ricardo. Puh, wir müssen mal atmen. Also hier geht es auf jeden Fall richtig, richtig ab. Es geht um die WM, muss man sagen. Es geht Richtung Saisonende. 17 Punkte Vorsprung bei Kaufmann aktuell. Und die will er natürlich nicht verlieren, wenn dann eher noch ausbauen. Ricardo geht auch diesmal ein bisschen weit. Das eröffnet die Tür. Dreht er sich? Nein, nicht ganz. Aber er öffnet die Tür für Kaufmann. Kaufmann wieder vorbei. Super gemacht. Und jetzt gilt es für den Ferraristi, hier den Rhythmus zu finden. Und da ist ein Fehler. See my right rear brakes on fire. Ja. Da hat der Red Bull Probleme mit den Bremsen. Kubica im Fight mit Ricardo. Und da ist Alonso in lauer Stellung. Und Ricardo hat ja jetzt alle aufgehalten. Kaufmann konnte sich dadurch absetzen. Okay, Daniel, come in slowly, please. Come in slowly. We have a problem with the rear brakes. Und bitter, man sieht es hier auch. Also Ricardo Probleme mit den Bremsen und muss scheinbar das Auto abstellen. Die Box sagt ihm, komm rein, abstellen. Wir müssen das Auto aus dem Rennen nehmen. Bittere Geschichte für den Red Bull-Piloten und damit möglicherweise die vorläufige, man will es nicht verschreien, dreimal auf Holz geklopft, aber möglicherweise eine Vorentscheidung in der WM zumindest für Ricardo, der WM-Zweite, damit erstmal aus der Contention raus. Es sind nicht mehr viele Rennen. Also bitteres Ende möglicherweise für den WM-Kampf, für den Kampf von Ricardo. We are going to stop in the pitbox and have a look. Pedals will call whether we're running or not. Okay, scheinbar geht's doch weiter. Also, die Box hat gesagt, wir schauen uns das mal an, haben sich das angeschaut und scheinbar geht's noch weiter für Ricardo. Nach wie vor aber mit Problemen zu kämpfen. Hier erstmal die Replay. Dadurch könnte dann Kaufmann durchschlüpfen. Auch hier ein Fehler. Hier nochmal in den Spoon. Kurven, ja. Und hier schon wieder. Also Ricardo vom Pech verfolgt. Ganz, ganz bitter. Und da der Fehler von Kaufmann. Kaufmann steht in der Wiese. Kaufmann ohne Frontflügel. Hat er sich gedreht oder was? Das gibt's nicht. Und da verschrei ich es dann wahrscheinlich doch, weil ich gesagt habe, Ricardo aus dem WM-Kampf oder wie. Kaufmann mit Fehler und verliert jetzt wertvolle Zeit und vor allem wahrscheinlich gleich Position, weil der muss zum Service. Der hat keinen Frontflügel. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Simon Kaufmann aus 17 Punkten Vorsprung wird möglicherweise eine Nullnummer. Replay. Gegnerkurven. Bisschen verbremst. Aufs Kies gekommen, auf dem Gas. Dann auf dem Kies beschleunigt. Und in die Wand. Ist das bitter. Hier nochmal Onboard. Der war in der Zwischenzeit auf der 1. Das hatte mit den Boxenstops zu tun. Hier einfach zu spät, vielleicht ein bisschen zu lang gewartet mit dem Stop. Die Reifen waren durch und dann auf den Kies das Auto verloren. Ist das bitter. Ja, und dieser Mann hier, Nico Rosberg, der führt jetzt das Rennen ja komfortabel an. Also die Kontrahenten, nicht nur in diesem Rennen, sondern auch in der WM, die haben sich verabschiedet für den Moment. Da hinten kommt Kaufmann rein, wechselt jetzt den Frontflügel und die Reifen. Und auch Vettel war gerade an der Box. Und für Rosberg läuft's wie geschmiert. Und wieder mal Fehler vom Red Bull und das zwingt Rosberg zur Kollision. Rosberg kollidiert damit Vettel. Nein, Quark, Ricardo war es. Der überrundete Ricardo, der die ganze Zeit mit Problemen zu kämpfen hat und der schießt quasi Rosberg ab. Es kann doch nicht sein. Wird untersucht von den Stewards und da müssen wir jetzt die Daumen drücken, dass da nichts kaputt gegangen ist an Rosbergs Auto. Ansonsten, also ganz tragische Wendung dann wieder im WM-Kampf. Also es wird hier, also man kriegt hier wirklich Puls, Bluthochdruck. Was India kollidiert da mit Ricardo, denkt. Also mittlerweile muss man den doch aus dem Rennen nehmen, das gibt's nicht. Die stehen da jetzt beide im Kies, können aber wohl weiterfahren. Also Glück gehabt, aber die stehen da jetzt ganz gefährlich.
Da kommt der McLaren nur gerade so vorbei. Auch Nasser kommt gerade so vorbei. Also für Red Bull Albtraum und der produziert ja weitere Albträume. Wieder Kollision mit dem Silver Bull von entweder Verstappen oder wer ist das? Oder Kvyat, ich habe die Nummer nicht gesehen. Verstappen ist das, der jetzt auch keinen Frontflügel mehr hat, also super gefährlich. Das kann hier nicht sein. Also da muss die Rennleitung das mal hart bestrafen. Gleich und da fährt der Verstappen noch in die Boxen, weil ich glaub's nicht. Da Bianchi war's. Also, Ricciardo will Bianchi vorbeilassen, 130R, aber der macht da den Fehler, kommt aufs Gras und schießt Bianchi völlig ab. Also in 130R kann man nun mal nicht Platz machen, das war selten dämlich. Und da müssen wir jetzt einfach mal von Glück sprechen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und dass beide sogar weiterfahren können, wenn es auch Bianchi viel, viel Zeit gekostet hat und vor allem auch Verstappen, der hier nicht ausweichen kann und den Frontflügel verliert und dann hier noch mehr oder weniger genötigt wird, die Boxengasse zu verpassen und in die Wand zu fahren. Okay, noch 3 Runden sind's. Kaufmann hat sich wieder ein bisschen erholt nach dem Fehler, ist wieder gut mit dabei und kämpft jetzt um immerhin Platz 2. Das wäre nochmal wichtig für den WM-Kampf. Ist jetzt nah dran an Vettel. Der wird seinerseits sicherlich versuchen, dafür Ricciardo den möglichst lange aufzuhalten. Aber das scheint nicht zu funktionieren, weil mit dem DRS, mit dem Überschuss, da ist das kein Problem. Ferrari vorbei, überschießt aber. Das wird die Rennleitung nicht so gerne sehen. Nochmal neben der Strecke lässt er den wieder vorbei. Eigentlich muss er ihn wieder durchlassen. Ja, sieht nicht so aus. Also, war wohl fair. Und jetzt ist aber Vettel nochmal ganz nah dran. Es geht gleich in die letzte Runde. Erstmal aber in der vorletzten sind wir hier. Und Vettel ist side by side mit Kaufmann. Geht wieder vorbei. Also, das Battle bleibt spannend. Vettel versucht da alles natürlich. Und jetzt letzte Runde für Vettel. Letzte Runde für Kaufmann. All or nothing. Da steckt er nochmal zurück, aber zwingt da Vettel in den Fehler. Super gemacht. Jetzt aber die Switchback-Möglichkeit für Vettel, das reicht aber nicht. Also Kaufmann wieder vorbei. Super Leistung. Das ist aber noch nicht vorbei, das Duell, das sage ich euch. Also das geht bis zur Linie, weil die machen da richtig Dampf. Also Vettel macht da auch richtig Dampf und richtig dampfen tun die Reifen, weil Kaufmann macht einen Fehler, verbremst sich in Spoon. Die Kurve, die hat er nicht drauf. Da hat er schon ein paar Mal Schwierigkeiten gehabt. Und Vettel wieder vorbei. Also jetzt wäre es nochmal wichtig, für Kaufmann da vorbeizugehen Richtung 130R mit dem Windschatten. Vielleicht auch nach 130R vor der Schikane nochmal reinzustechen. Wir sehen oben links erstmal, Rosberg gewinnt das Rennen. Super wichtig für den WM-Kampf, für ihn super Leistung. Kaufmann versucht es nochmal, sticht nochmal rein, überschießt aber maßlos. Und das dürfte es dann sein. Das dürfte dann Platz 2 bedeuten für den Red Bull von Sebastian Vettel. Super Leistung, gutes Rennen. Wichtig für den WM-Kampf, für seinen Teamkollegen. Und Kaufmann kommt dann immer noch als Dritter über die Linie. Nicht optimal für ihn gelaufen für den WM-Kampf, aber trotzdem wichtig. Rosberg gewinnt also vor Vettel und Kaufmann, dann Alonso, Kubica, Hamilton, Bird, Hülkenberg, Kvyat und Turvey mit dem letzten Punkt. Dann auf der zweiten Seite einige, die ihn keine Punkte geholt haben, vor allem eben Daniel Ricciardo, der wurde dann noch disqualifiziert von der Rennleitung, muss man sagen, zu Recht, also keine gute Leistung von ihm und das ist für den WM-Kampf ganz, ganz bitter, also Ricciardo hat sich da im Grunde rausgeschossen um den Titel und Kaufmann behält aber die Führung vor Ricciardo und Rosberg. Ricciardo bleibt also noch WM-Zweiter. Der Abstand mittlerweile aber ziemlich groß. Der war ja vorher schon. Das bleibt nach wie vor so. Vettel geht an Kubica vorbei. Und ansonsten bleiben die Positionen erstmal wie sie sind. Keine Verschiebungen auf der zweiten Seite, angeführt von Grosjean. Und für Kaufmann jetzt natürlich wichtig, das Momentum mitzunehmen. Zuletzt 3 Siege in Folge, diesmal wieder im Podium. Da muss es dabei bleiben, regelmäßig Podien holen und dann fährt er hier seinem Titel entgegen. Ferrari führt auch die KWM an natürlich, immer noch nicht entschieden. Red Bull ist da in Lauerstellung und auch Mercedes ist dann noch mehr oder weniger nah dran. Dann natürlich die große Lücke zu Williams, zum Best of the Rest. Das wird nochmal ein spannendes Ding. Wir freuen uns auf die nächsten Rennen, wo es dann wirklich richtig um die WM geht, um die WM-Entscheidung. Wir sind hoffentlich nächste Woche auch wieder mit dabei. Ihr seid hoffentlich nächste Woche auch wieder mit dabei in Russland. Bis dahin, macht's gut. Ciao.